Budgetplanung, ganz wichtig, hängt auch mit Konzept zusammen. Es gibt Regisseure, die noch nie was von Budget gehört haben. Die eigentlich, das ist eher die ältere Generation, weil früher hast du alles bekommen, was du willst. Da hat der Regisseur gesagt, ich will 5 Helikopter und 3 Yetis. Und dann waren 5 Helikopter und 3 Yetis da und Geld war egal. Heutzutage ist Budget so ein bisschen überwacht. Ja? Und deswegen muss man schon wissen, was kostet. Was kostet ein Yeti? Kommt drauf an, ob du ein Kostüm willst oder VFX. Also VFX kannst du dann mit 30.000 bis 50.000 einsteigen, wenn du irgendwie so eine Yeti-Figur durch das Video laufen lassen kannst. Kommt auch darauf an, wie lang, wie gut und bla und so weiter. Kostüm kostet weniger, sieht halt scheiße aus. Da würde ich jetzt mal dich bitten, wie war dein Name nochmal, tut mir leid? Mein Name ist Nico. Nico, kannst du mal rüber in die Budgetplanung rüber swipen, andere Richtung, genau nochmal. Das ist ganz basic, so haben wir damals angefangen, aber es ist übersichtlicher. Und dann kommt ein Kunde her und sagt, ja, er hat, keine Ahnung, sagen wir mal 30.000 Euro. Findet ihr, dass 30.000 Euro für einen Film viel Geld ist? Ja? Nein? Nein. Wenn ihr eine Firma hättet, angenommen, ihr habt T-Shirts und dann sagt ihr, wir brauchen einen Film für unsere T-Shirts und dann sage ich zu dir 30.000 Euro und dann sagst du erstmal, bist du behindert? Ich habe keine 30.000 Euro. Also man muss auch schon sagen, 30.000 Euro an sich, wenn man es mal als Geldwert betrachtet, ist es viel Geld. Und dann fragen viele Kunden dann, 50.000 Euro, 100.000 Euro, 150.000 Euro für einen Film, der ist doch nur 60 Sekunden lang. Aber das Geld verbrennt sehr schnell. Das ist oberflächlich, die Tagessätze kann sie auch gar nicht beachten, das ist einfach nur mal draufgeschrieben als Beispiel, so ganz grob geht es natürlich in die Richtung. Gut, also jemand fragt mich an, dann brauche ich einen Projektbetreuer, der mal irgendwie einen Tag zumindest das Projekt aufnimmt und einen Tag das Ding abschließt. Dann brauche ich jemanden, der die Konzeption macht, selbst wenn es nur einer ist, der 2 Tage dran sitzt, 500 Euro, 500 Euro ist echt schon so. Also 300 Euro Tagessatz ist super niedrig, 500 Euro ist okay. Bei den ganzen Agenturen eigentlich so Konzepte, die sind so zwischen 700 bis 1500, je nach Junior, Senior so pro Tag. Und das brauchst du auch. Also es hört sich dumm an. Jetzt mal angenommen, ich verdiene 500 Euro am Tag. Das wären in der Woche 2500 Euro. Ja? Das heißt, im Monat wären es 10.000 Euro. Wenn ich selbstständig bin, kann ich die Hälfte gleich mal an Steuern und an Krankenkasse und bla bla alles abdrücken. Dann bleiben mir 5.000 Euro. 5.000 Euro oder 4.000 Euro netto. Dann muss ich noch ein Büro bezahlen, muss ich noch sonst irgendwas bezahlen. Das heißt, wenn ich für 500 Euro Tagessatz den ganzen Monat ausgebucht ist, was sehr selten ist, dann mache ich am Schluss meine 3.000 netto. Und 3.000 netto verdienst du halt bei Bosch als im mittleren Marketing-Management. So. Und das heißt, 500 Euro am Tag, das ist das, was ich meine. Und das ist mir auch super wichtig, ist auch was, wo ich gerne immer rede, ist Geld. Weil viele reden da gar nicht drüber, vor allem junge Leute. Ich habe damals auch angefangen, irgendwie für 200 Euro ein Video zu machen oder so. Vergiss es, Mann. Da denkt man 500 Euro Tagessatz, um sich an ein Konzept zu setzen. Wenn ich jeden Tag ausgebucht bin und 3.000 netto mache, dann muss ich richtig gut sein in dem, was ich mache. Und dann 3.000 Euro netto oder so. Also, du siehst, woher ich herkomme. So. Das heißt, das ist sehr klein gerechnet sogar. So zwei Tage für ein Konzept ist auch super, super chillig. Dann muss ein Storyboard theoretisch meistens zeichnen, so kostet ein Bild 40 Euro, also eine Skizze sozusagen 40 Euro. Meistens hast du schon so 10, 20 Bilder, sagen wir mal 12 Bilder für einen kurzen 20 Sekunden bis bei 480 Euro. Dann Casting, Castingagentur, ich muss eine Castingagentur anfragen, sagen, hey, such mir mal ein paar Schauspieler, dann verlangt die natürlich auch einen Tag 500 Euro, was auch immer. Wie gesagt, ist alles gerundet, tatsächlich kosten may vary. Mietwagen brauchst du mal, um rumfahren, Zugkosten, muss ein Darsteller mal im Zug reinholen, Flugkosten muss man noch jemand einfliegen lassen, was echt oft vorkommt. Fahrtkosten, Verpflegungskosten, die Leute werden im Dreh, musst du auch bezahlen, dass die essen, so, ganz klar, wenn du irgendwo bist, dann müssen die Leute was essen, das musst du als Produktionsfirma bezahlen. Sagen wir mal, es sind 10 Leute, es sind 500 Euro, Übernachtungskosten, der Darsteller muss 2 Nächte übernachten, sind auch nur 200 Euro. Ihr seht, wo ich komme, scroll mal weiter runter, bitte. Dann hier Regie, Gage, 2.000 Euro, lachen mich alle Leute aus, das ist normal, sind 8.000 Euro am Tag oder halt 10% vom Budget. Komme ich nachher auch nochmal dazu. Dann Regie-Assi, Kameramann, Kamerasin, Producer, Produktionsassistent. Das ist eine kleine Crew. Also wenn du 10 Mann am Set bist, ist es klein. Also so, natürlich haben wir auch schon Drehs gemacht, wo wir zu dritt sind oder so, geht auch gut. Aber wenn du wirklich einen Spot oder sowas drehen willst, dann sind 10 Mann sehr wenig. Dann hast du noch irgendwie ein bisschen Equipment holen, einen Beleuchter brauchst du, einen Tonmann brauchst du, bla 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 bla. Dann brauchst du einen Kostümdesigner, dann eben Locations, sind auch super teuer. Also wir haben jetzt gerade für den Dreh in München eine Dachterrasse für 4 Stunden gemietet, hat uns 2.000 Euro gekostet, Freundschaftspreis. Und dann hier, wo sind wir denn? Talent. Talent ist der Darsteller. 1.000 Euro ist für ein Talent auch schon relativ wenig. Und da kommen Buyouts dazu, deswegen würde ich dich mal bitten, weiter nach rechts zu swipen. So, Buyouts. Haben wir am Anfang auch gedacht, was zum Teufel ist das bitte, Buyouts? Alle reden von Buyouts, was ist das?
Also jemand macht eine Werbung, sagen wir mal, George Clooney macht eine Werbung für Nespresso. George Clooney ist eingebrannt als Nespresso-Face. Das heißt, keine Konkurrenzfirma würde ihn jemals buchen für einen anderen Kaffee, weil er ist das Nespresso-Face. Ist natürlich jetzt bei kleineren Darstellern nicht so krass, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist Model für H&M, dann wird dich Zara, also es gibt auch Sperren, 3 Jahre lang gilt eigentlich normalerweise, wenn du eine Werbung für irgendwas machst als Darsteller, dann darfst du 3 Jahre in der gleichen Branche für keine Konkurrenz arbeiten. So, dann heißt, wenn ein gutes Jahr für dich ist, dann machst du eine Werbung für BMW, dann bist du aus Autobranche gesperrt, dann machst du noch Mode, dann bist du bei der Modebranche gesperrt und dann bleibt eh nicht mehr so arg viel übrig. Und dann musst du dir mal überlegen, für 1.000 Euro, wenn ein Darsteller 1.000 Euro am Tag bekommt, dann macht er vielleicht irgendwie seine 3 Drehs im Jahr 3.000 Euro. Soll ein Darsteller davon leben? Nee, geht nicht. Deswegen sind Buyouts dafür da, weil es natürlich darauf ankommt, wenn jemand eine Werbung macht in München, die nur im Kino in München läuft, dann kann er natürlich in Berlin Werbung für die Konkurrenz machen, ganz klar. Aber wenn es halt eine Weltkampagne ist, dann ist er weltweit für diese Marke einfach gesperrt oder für diese Branche gesperrt, verständlicherweise. Das heißt, es gibt sogenannte Buyouts. Angenommen, ein rechnerisch bekommt 1.000 Euro am Tag der Darsteller, für den Drehtag, für den wirklichen Aufwand, kommen Buyouts dazu, das wird in Prozenten gemacht. Das heißt, angenommen, der will jetzt einen TV-Spot für A-Countries, kannst du mal runterscrollen. A-Countries sind Frankreich, Deutschland, UK, Italy und so weiter und so fort. Das sind einfach so eine gewisse Kategorie an Ländern, dann gibt es noch andere Länder. Oder DACH zum Beispiel ist Deutschland, Austria, Schweiz. Scroll mal da ein bisschen hoch, bitte. Das heißt, für TV sind es 450%. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich will einen TV-Spot mit dem Darsteller in den deutschsprachigen Ländern, dann kommen 450% drauf, das heißt, kommen noch 4.500 Euro drauf. Und selbst das auch wieder für den Darsteller, so Darsteller-Schauspieler sind nicht jeden Tag gebucht. Dann macht er 5.000 Euro, dann verdient er noch theoretisch noch weniger, wie wenn ich jetzt jeden Tag für 500 Euro gebucht bin. Also ihr seht, woher ich komme, dass eigentlich sozusagen, dass es ganz normal ist, für einen Regisseur zum Beispiel 15.000 Euro für einen Film zu bekommen oder 30.000 Euro oder 100.000 Euro oder so, wenn sie gut sind. Oder für Darsteller, dass auch mal ein Darsteller halt 50.000 Euro kostet, wenn er gut ist und wenn man den haben will und wenn der wirklich für alle Länder irgendwie geblockt ist. Und dann kommt es wirklich, dann ist richtig viel Geld. Also die Budgetierung, die ich euch zeige, die ist noch so für wirklich Low Budget. Kannst du wieder rübergehen? Andere Richtung, genau. So, dann kommen wir alles nochmal drauf und dann bist du am Schluss, ohne dass da jetzt groß was passiert ist, ohne dass ich 5 Helikopter und einen Yeti hatte, bist du bei 31.000 Euro. Und dann kommt noch Markup. Markup ist auch so eine Sache. Jedes Unternehmen in Deutschland, wenn sie Schrauben herstellen, dann verkaufen die Schrauben ja nicht zum Selbstkostenpreis. Also die nehmen 500 Euro für den Stahl, 500 Euro für den Arbeiter, der stanzt, die verkaufen es nicht für 1.000 Euro, sondern sie verkaufen es für X. Meistens wahrscheinlich 2.000 Euro, 100% Gewinnaufschlag. Weil ein Unternehmen an sich muss ja auch was verdienen. Also nicht nur die Arbeit, die anfällt oder die Kosten, die ich ja weiterleite. Wenn ich für 2.000 Euro eine Allocation buche, verdiene ich daran ja nichts. Das heißt, die Firma geht ja quasi mit Null raus. Das heißt, dafür ist es Markup. In Deutschland sind es laut, wir haben kein wirkliches Gewerbe, aber laut Richtlinie sind es 26,5%. Ich habe es mal exemplarisch 25% reingemacht. Das wäre das, was am Schluss wirklich an der Firma hängen bleibt. Und dann sind wir bei 39.000 Euro und das ist ein Drehtag mit 10 Leuten, ohne große Darsteller, ohne großes Set, ohne sonst irgendwas, sind 40.000 Euro, sind einfach puff weg. Das heißt, wenn da jetzt jemand herkommt und sagt 15.000 Euro für einen Film, hört sich erstmal nach viel Geld an, dachte mir am Anfang auch so, boah, der ist doch verrückt, der will uns 20.000 Euro für einen Film geben, 20.000 Euro, geil, ich bin reich. Und dann machst du die Produktion und bleibst am Schluss dann auch 2.000 Euro sitzen und denkst so, jo, dafür war ich jetzt einen Monat beschäftigt. Und das ist wirklich sowas, will ich auch jedem raten, egal ob ihr Hochzeitsfotos macht oder Fotos für Freunde oder für, wenn ihr irgendwo in einem Unternehmen arbeitet, die sagen, hey, kannst du mal noch bitte irgendwie unser Gebäude fotografieren oder so, verlangt Geld dafür. Und selbst wenn es nur darum, selbst nur 50 Euro sind, aber was ich gar nicht leiden kann, ist so dieses Ding, ja, machst du bitte Fotos von mir, ich gebe dir 0 Euro. Ich back den Kuchen. Es geht auch einfach darum, es geht nicht, alle Firmen haben viel Geld. Also wir haben auch, da war so ein Ding drin mit Holz und mit Laser, das irgendein Metall ausschneidet oder sonst irgendwas. Da ist er hergekommen und hat gesagt, hey Jungs, ich habe nur 9.000 Euro. 9.000 Euro können auch funktionieren, wenn man eben keinen Darsteller hat, wenn man keine Location braucht, wenn man da einen Tag hingeht, kurz was dreht und wieder zurückfährt, dann ist auch 9.000 Euro cool. Also normalerweise bei den großen Produktionen ist eigentlich alles unter 100.000 Euro oder unter 200.000 Euro ist für die No-Budget, das machen die nicht. Wenn da eine Anfrage unter 200.000 Euro kommt, sagen die, das Catering kostet schon 30.000 Euro. Was gibt's dann da? Bitte? Was gibt's bei 30.000 Euro Catering? Pizza.
Aber es ist wirklich so ein Ding, so, da mussten wir uns auch irgendwann erstmal lernen und wir haben uns da hochgearbeitet. Als wir die Firma gegründet haben, haben wir für 2000 Euro ein Video gemacht. Jetzt sind es dann halt irgendwie 100.000 oder jetzt, Namen darf ich nicht nennen, aber jetzt irgendwie so 200.000 Euro oder sowas. Und selbst da sind wir ja noch so im Low-Budget-Bereich für die großen Filmproduktionen. Was sich irgendwie verrückt anhört, irgendwie aber auch nicht. Weil wenn du dann irgendwie in der Gabriel Karibik mit 5 Models irgendwas aus dem Helikopter drehen willst, dann ist einfach, nimmst Geld und rennt einfach nur. Genau, das ist Budgetierung, können wir weitermachen. Habt ihr irgendwelche Fragen zur Budgetierung? Genau. Es ist Excel, aber nicht in Schockstarre verfallen. Noch eins. Gehen wir nochmal weiter rüber. Das ist unsere Kalkulation, wie wir es damals angefangen haben. Und irgendwann sind wir dann der Deutschen Produzentenallianz beigetreten und die haben uns dann mal den richtigen KVA gezeigt. Gehen wir noch eins weiter rüber. Noch eins? Ja, und dann klickt man unten auf KV, auf diesen Reiter KV unten. Das ist so einer der offiziellen, ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir das ausgrauen, ich weiß nicht, ob das offiziell, darf ich das zeigen darf. KV da unten. Die Viktoria weiß das, die hat damit sehr viel Zeit verbracht. So, das ist der offizielle KV. So viele Positionen gibt es. Wir haben sie auch sehr vereinfacht, aber scroll mal runter wirklich. So viele, noch mehr. Kannst ruhig schneller scrollen, das dauert noch eine Weile. Noch mehr. Dauert noch. Das habe ich auch erst kennengelernt, ganz fies, wenn man Excel noch aufklappen kann. Ja, also so ist eine Kalkulation, wenn man einen richtigen Werbefilm macht. Nicht diese 10 Sachen. Und genau, Hotels Darsteller, Anreisedarsteller. Wenn du einen Darsteller hast, der dann sagt, okay, ich fliege nur erste Klasse, kannst du gleich nochmal 5.000 Euro für ein erste Klasse-Ticket rauswerfen. Das heißt, so ein Ding hier ist wirklich, das macht man dann richtig. Aber im Endeffekt, und das ist das Schöne, unsere Kalkulation war nicht weit weg. Wir haben es ein bisschen vereinfacht. Wir wussten am Anfang nicht, was ein Markup ist. Aber im Endeffekt arbeiten auch die großen Produktionen mit einer scheiß Excel-Liste. Und es tut gut. Ja. Ich glaube. Also aus der Excel-Starre heraus. Übrigens liebe ich Excel. Auch wenn ich kreativ bin, ich liebe Excel. Ich mache meine Tagesplanung. Ich hab einen, für jedes Jahr habe ich ein Excel-Ding. Für jede Woche habe ich so einen Reiter und für jeden Tag mache ich mir wirklich die Pläne drin. Ich liebe Excel, ich mache alles in Excel. Bist du aber einsam auf der Arbeit, oder? Nee, Mann, Excel ist der Shit. Ich kann auch nicht mehr wie summen und multiplizieren, aber ich kann mir das alles nicht merken, wenn ich das nicht aufschreibe. Und wenn ich angefangen habe mit irgendwie so einem tollen Notebook, so ein schwarzes Ding, was eingereicht, wo ich mir vorgenommen habe, jeden Tag was ein, dann habe ich es immer vergessen. Und das Einzige, was ich halt jeden Tag dabei habe, ist ein scheiß Laptop. Und dann habe ich angefangen mit Excel und Excel ist cool. Okay. Ich werde es mir merken. Also ich. Das war das Einzige. Ich glaube, das Wichtigste für mich war der Excel-Grundkurs an der Uni Tübingen. Also besuch den Excel-Grundkurs. Also hier mal. Nico? Marcel, du hattest eine Frage. Ja. Hey, stopp. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, was war denn so das größte Budget, mit dem du rumhantiert hast? Da muss ich jetzt differenzieren: das größte Budget für unsere Produktionsfirma oder das größte Budget, auf dem ich gearbeitet habe? Auf dem du gearbeitet hast. Das war der Adidas-Spot. Das war ein Budget zwischen 4 und 5 Millionen. Ich wusste auch nicht mehr genau, was. Das war so die Oberklasse. Also normalerweise, vor allem, weil es eine weltweite Kampagne von Adidas war. Also eigentlich ist es normal, dass große Kampagnen, sagen wir, Minimum 500.000, 1 Million, da fängt es an. Und 5 Millionen ist dann schon eine Werbung, wo sie sich was kosten lassen. Und bei der Produktion war es auch wirklich so, das war vor ein paar Jahren schon. Das heißt, da war ich noch frisch, da habe ich noch 5.000 Euro Videos gemacht so und da hat mich ein das war hier, du hast die Frage, ob Marken irgendwas bringen, genau, es war eine Produktion aus LA, eine Agentur aus LA, Smuggler und 27 and Sunny und deren Regisseur, der Henry Alex Rubin, bestbezahlter, größter Regisseur, bester, der gewinnt gerade alle Preise seit 5 Jahren, der wollte unbedingt dann Fußballwerbung gemacht für Adidas und wollte unbedingt irgendwelche Angles, Kameraeinstellungen, die man noch nicht gesehen hat. Und er hat davor zufälligerweise mit Nick Woodman, dem Gründer von GoPro, eine Werbung gedreht für Mastercard. Und hat dann den Nick Woodman angerufen, so, hey Nick, GoPro-Chef, sag mal, wer kann denn in Europa irgendwie mit einer GoPro umgehen? Und dann bin ich rausgekommen. Das war das Einzige, wo wir wirklich dieser Kontakt, wir haben für GoPro viel gearbeitet und dann waren wir quasi in Europa, in einem Europe-Office, halt nicht Nummer eins, aber die mögen mit uns arbeiten. Und dann gesagt, der Arne, der macht das schon. Und dann hat mich der Regisseur angerufen und gesagt, hey, kommst du nach Barcelona, kannst du da bitte
was machen mit GoPros und ich so, was genau? Er so, ja komm, jetzt flieg jetzt einfach runter. Und dann hat er aufgelegt und dann hat mich der Producer angerufen, dann, hast du gerade mit Henry geredet? Und ich so, ja. Und er, ja gut, komm nach Barcelona. Und dann hat er gemeint, hab ich gemeint, ja okay, wann? Ja, morgen, bring einfach mal GoPro-Zeug, wir wollen nur mal testen, das ist alles cool. Und dann hat er gefragt, was ich koste, und dann habe ich gesagt, was ich koste. Ich hab mir noch gedacht, okay, das ist eine große Firma, das ist ein großer Regisseur, der auch Hollywood-Filme dreht, also verdopple ich meine Tagesgage einfach mal. Habe es gesagt, er hat gesagt, ja okay, flieg morgen los, und ich so, fuck, ich fand's günstig. Also auch nochmal so eine Regel, wenn ihr jemandem sagt, wie viel er kostet, und er nicht schluckt und sagt, so viel Geld haben wir nicht, dann war der zu günstig. Also wenn du sagst, ich koste X, und er sagt, jo, dann warst du scheiße. naja, und dann bin ich halt nach Barcelona geflogen, hab dann mit dem so Tests gemacht und dann gemacht, hey, cool, Adidas fand's auch cool. Und dann war ich in Barcelona, in München, in London und in Madrid mit denen drehen, über 2 Wochen lang. Und da habe ich wirklich erlebt, wie Geld einfach verbrannt wurde. Komplett einfach, die haben Geld genommen, bündelweise auf den Haufen gelegt, Benzin drüber geschüttet, angezündet und sich daran gewärmt. So. Und da habe ich einfach nur gedacht, verdammt, was geht eigentlich ab? Weil es war so, es waren natürlich nicht durchgängig die Drehs, sondern war immer so 2 Drehtage, 1 Drehtag, 2 Drehtage in der Stadt und dann war irgendwie 3-4 Tage Pause und dann bla. Und dann bin ich angerufen, ich wusste auch nicht, dass ich auf allen Jobs bin. Ich war in Barcelona und habe gemeint, ja, voll cool, bla. Bin ich heimgeflogen und dann kam es, ja, du bist ja eh irgendwie in Stuttgart, dann komm auch noch zum Dreh in München. Nach dem Dreh in München war es dann so, hey, also, Adidas gefällt es, die wollen nochmal bei den anderen Drehs auch ein bisschen was machen. Kannst du morgen nach London kommen? Und ich so, ja, wofür drehen schon? Und der so, nee, wir wollen nur eine Location anschauen. Und es gibt grundsätzlich, es gibt Above the Line und Below the Line Crew-Mitglieder. Above the Line sind die wichtigen, Below the Line sind die unwichtigen. Also du musst nicht jemandem eine Location zeigen, der danach irgendwie ein Licht hält, weil der hält das Licht. Der bestimmt nicht, ob die Location gut genug ist. Komischerweise bin ich als Above the Line eingestuft worden, weil ich Kameramann war, auch wenn ich nur eine Nebenkamera gemacht habe. Das heißt, die haben mich einfach überall mitgenommen, wo ich eigentlich nichts zu sagen hatte. Und dann habe ich auch zum Producer gemeint, so, wenn dem Henry, also dem Regisseur, die Location gefällt, wenn ich da sage, nee, finde ich nicht cool, dann wird er trotzdem da drehen. Also es ist komplett Nonsens, dass ich da nach London fliege. Also ja, du bist so eingestuft, das heißt, wir müssen dich einladen. Bin ich nach London hochgeflogen, mittwochs, dann haben wir uns Donnerstag für 1 Stunde lang den Bolzplatz angeschaut und alle haben gesagt, ja cool, waren 20 Leute dabei, also 5 von der Agentur, 5 von Kunde, 5 von der Produktion, nochmal irgendwie ein paar andere Hanseln, die quasi dann in London waren für 1 Stunde und dann haben wir Montag gedreht und das heißt, am Freitag sind komplett 15 Leute First Class nach LA zurückgeflogen, weil die natürlich das Wochenende daheim verbringen wollen und sind dann Sonntagabend wieder quasi 15 Leute nach London rübergeflogen, First Class. Das heißt, wenn du weißt, First Class Ticket von, keine Ahnung, London nach LA, zahlst du wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Euro mal 15 Tickets, weißt du, was einfach mal an Geld so weg ist, nur für, dass die sich 1 Stunde lang eine Location anschauen. Da gibt es noch mehr Stories davon, aber frag mich nachher nochmal danach. Das war, ich habe so viel Geld noch nicht brennen gesehen. Hat noch jemand irgendwie... Ja, hätte auch galanter gehen. wer setzt denn dann das Budget fest? Also sagt ihr dann als Firma, okay, ihr wollt das und das, es wird so viel kosten? Oder sagt die Firma, ey, nach einer Million ist Schluss? Oder wie geht das? Ich habe noch nie leider gehört, dass jemand gesagt hat, nach einer Million ist Schluss. Normalerweise, also es gibt verschiedene Kategorien und Größenklassen, so wie Bundesliga, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, so. In der Liga, in der wir mitspielen, ist es meistens so, dass halt ein Marketingangestellter ein gewisses Budget hat. Der sagt, okay, ich habe für mein Ziel dieses Jahr, habe ich, keine Ahnung, 200.000 Euro und ich will ein bisschen Print machen und ich will ein bisschen dies machen und ich habe für einen Film 50.000 Euro. Und natürlich ist dann die 50.000 Euro nicht genagelt. Wenn du sagst, ich brauche 51.000 Euro, dann findet er die 1.000 Euro in der Regel schon auch nochmal irgendwo. Aber wenn er sagt, ich brauche so einen kleinen Film für online, dann weiß ich, dass er auch keine Million hat dafür. Normalerweise. Deswegen ist es auch so, normalerweise Kunde, okay, ich hole aus, Kunde, wenn sie Geld haben, wir reden einfach davon, wenn sie Geld haben, Kunde geht zur Agentur, sagt, ich brauche eine Kampagne, Print, Web, Online, TV, was auch immer. Dann macht die Agentur, muss verschiedene Produktionsfirmen einladen für einen Pitch. Das heißt, die sagen, wir brauchen einen Film, da sind 5 Helikopter und ein Yeti. Und dann müssen 5 Produktionsfirmen sagen, mit jeweils 1, 2 Regisseuren, müssen die vorschlagen, der Regisseur würde voll gut drauf passen und wir kosten ungefähr so und so viel Geld für dieses Konzept. Und dann entscheidet im Endeffekt dann die Agentur mit dem Kunde zusammen, wer das umsetzt, welcher Regisseur mit welcher Produktionsfirma. Es variiert dann öfters mal, aber meistens ist schon ein Budget angedacht. Bei Adidas zum Beispiel glaube ich nicht, dass das Budget angedacht war zu irgendwas, weil
Regisseur meinte in Barcelona, er will noch gern so einen Schuss machen von oben, von so einem Wolkenkratzer. Und er mag aber die Stadt dahinter nicht. Und dann war VFX mit dabei, also komme ich gleich noch dazu. Die machen dann was im Computer und haben gesagt, ja okay, wir müssen ja quasi die komplette Stadt rausretuschieren, eine neue Stadt bauen, das kostet halt 50.000 Euro für den einen Schuss. Und dann sagt der Producer zu Adidas, Adidas, der Regisseur will einen Schuss, der kostet euch mal 50.000 extra. Und dann sagt Adidas, ja gut, machen wir, wenn der Regisseur das machen will. Aber wenn du halt 4,5 Millionen ausgibst, dann kommst du auf die 50.000 auch nicht mehr drauf an. Und genauso, wenn du 50.000 hast, dann hast du schon mal einen Spielraum von 1, 2, 3, 5.000, 10.000, keine Ahnung. Aber normal wissen die schon, was sie ausgeben. Benchmarks, genau, wenn ich ein Budget gemacht habe, eigentlich, das kommt mit ins Konzept, ich weiß nicht, warum ich es so rum reingeschrieben habe. Benchmarks ist ganz wichtig. Benchmarks ist einfach Vorbilder, blöd gesagt. Also, wenn ich einen tollen Autowerbespot machen will, dann schaue ich mir 1000 geile Autowerbungen an und lass mich inspirieren. Das heißt nicht, dass ich klaue, das versuche ich zumindest, aber Benchmarks ist einfach so, man schaut sich geile Filme an. Das ist, was ich auch jeden Tag mache. Ich schaue jeden Tag eine halbe Stunde auf Vimeo rum, auf YouTube, keine Ahnung, schaue mir die ganzen Werbezeitschriften an und schaue mir alle Spots an, damit ich einfach im Kopf habe, was wurde schon gemacht, um sich einfach inspirieren zu lassen. Moodboard, auch ganz schnell gemacht. Moodboard, welche Stimmung wollen wir für einen Film? Das ist ein bisschen schwer zu sehen, aber für diesen billiger.de-Film, da diese schlimme Commercial mit diesem Agenten unten drin. Oben sind so Moods, so Serverraum, James Bond. Dunkel, rote, blaue und blaue Farben, eine Bombe, Agent, keine Ahnung. Da sieht man ja schon mal, okay, was für eine Stimmung soll denn der Film machen. Unten irgendwie so alles schwarz-weiß, so silhouettig, man sieht das Gesicht kaum, ist sehr dunkel, düster, was auch immer. In den Bildern kann ich euch ja komplett schon mal sagen, wie, also wenn ihr ein Moodboard seht, dann könnt ihr die Stimmung des Films schon mal spüren. Es ist scheißegal, worum es geht. Ich muss jetzt auch nicht einen Serverraum unbedingt und eine Bombe und den Typ mit dem Gin-Glas oder Wodka-Glas reinbringen. Es geht um die Stimmung. Und das ist eben ganz wichtig, insgesamt beim Film oder auch bei Foto, bei allem, was ihr machen werdet, Kommunikation ist das Wichtigste. Wenn ich kann ein Auto, das durch einen Tunnel fährt, in 1000 verschiedenen Varianten sein. Ich kann den kompletten Tunnel pink machen. Ich kann das Auto fliegen lassen. Ich kann das Auto explodieren lassen. Ich kann das Auto durch einen ganz normalen weißen Tunnel, ich kann durch einen dunklen Tunnel fahren lassen und nur die Nebenscheinwerfer sind an. Dieses Auto, das durch einen Tunnel fährt, kann in 100 verschiedenen Stimmungen rübergebracht werden. Und das Wichtigste ist, dass du mit dem Kunde oder dass ihr mit dem Kunden, dass die verstehen, was du willst. Wenn du sagst, ich lasse ein Auto durch den Tunnel fahren, dann denken die sich vielleicht, okay, wir lassen den ganz schön pink, das neue Auto ist auch pink, dann machen wir alles pink und super cool. Und ich mache einfach alle Lichter aus und lasse ein schwarzes Auto durch einen schwarzen Tunnel fahren. Dann sagen die danach, das ist aber nicht das, was ich wollte. Und dann haben wir gesagt, ja, aber ich habe gesagt, ich lasse ein Auto durch den Tunnel fahren. Deswegen Moods. Und da ist auch quasi wieder Benchmarks ganz wichtig. Wo findest du die ganzen Bilder dazu? Du findest du in Filmen, die du geil findest. Wir haben eine riesen Mood-Library, das war Victorias Aufgabe teilweise auch, Filme, Screenshots zu machen und irgendwie anzuordnen und zu taggen. Dass wenn ich eine DI, dazu komme ich nachher nochmal, eine DI schreiben muss, dann finde ich die Bilder. Wenn ich ein Moodboard machen muss, wenn ich ein Moodboard machen muss, plötzlich wieder 10.000 Filme anschauen, sondern dann muss ich schon wissen, okay, was könnte da passen von der Stimmung.